Hallo und willkommen zum zweiten Part von Planet Side 2. Yeah. Hui. Ja, stimmt ja. Wir sind ja im feindlichen Lager. Warum freue ich mich? Keine Ahnung. Just for fun. Also ich bin nicht wirklich gut in diesem Spiel. Allgemein in Shootern bin ich eigentlich mittelmäßig, aber in diesem Shooter bin ich richtig böse schlecht. Das war dann auch meine Reaktion vom Panzer. Ich werde eiskalt sterben, wenn ich da oben hingehe. Ich werde einfach über den Haufen geschossen. Ja. Was für eine Einrichtung. Seniorenheim oder? Naja. Aber man merkt schon, Bergsteiger Nummer 1. Ja, Serax, komm mit deiner Scheißbierflasche am Mikro hin. Spring. Ein Loch. Tja, irgendwo muss ja die Scheiße herkommen. Oh. Wahrscheinlich werden jetzt alle in meinem... werden jetzt alle wahrscheinlich in mein Video reinschreiben, also bei den Comments. Serax, tu es nicht. Tu es nicht, du wirst elendlich verrecken. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Ich weiß nur, dass ich gerade sehr lebensmüde bin. Und ja. Tötet mich das oder was ist das? Ich messere eine. Ah! Oh, ich... War das deins? Ich weiß in diesem Spiel zudem nicht, ob wer genau Feind und wer Freund ist. Also ich weiß schon, meine Teamkollegen, die sind meine Freunde und nicht meine Feinde, aber man kann halt die auch töten. Scheiße. Wo kam das her? Ich hoffe, ich habe den nicht seine Anlage kaputt gemacht. Ich hoffe, es war nicht dem seine. Ansonsten habe ich... Nein. Die lasse ich jetzt. Aber es kam kein Geräusch, dass ich es lassen soll. Au. Ich suche Gegner. Und ich finde keine. Da geht's runter. Wop. Ja. Tut mir leid, was das, dass das passieren musste. Ich bin nicht gut in diesen Shooter. Ja. Oh! Er schreckt mich doch nicht so. Warte mal. Schön aufs Radar. Nein. Schön auf die Karte auch immer wieder gucken. Nicht, dass da so ein
Gegner kommt und mich von hinten nimmt oder so, weil ich hinten keine Augen habe. Was sagt ihr? Was? Warum denkt ihr immer so pervers? Nee! Also, ah! Ja, toll! Was ist denn das eigentlich? Wird wie eine Motte davon angezogen. Was ist das? Au! Tötet mich das? Nein. Keine Ahnung, was das ist. Also Silvester ist schon vorbei. Ja. Und alles tut weh. Ich kann mir denken, dass die Figur, die ich gerade spiele, beim Kacken halb tot vom Klo wiederkommt. Ja. Wo geht's denn als nächstes hin? Ich höre Schüsse. Vielleicht sollte ich auch da oben bleiben, weil anscheinend sind da doch irgendwie welche, die sich da verstecken. Ich bin wahrscheinlich den ganz knapp dran vorbeigelaufen und die haben sich wahrscheinlich den Arsch abgedacht. So kann ich mir's denken. So stelle ich es mir vor. Aber jetzt ehrlich, was macht das? What the fuck? What the fuck? La la la, ich schaffe es nicht. Ich werde sterben oder auch nicht. La 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 la. Und ich gehe jetzt zum zweiten Mal in diesen Part hoch. Wie unnötig. Erklimm den Berg, besteige ihn. Machst ihm bestimmt eine Freude, wenn du ihn besteigst. Na, mach schon! Hallo! Hui! Oh ja! Du, ein kleines vierjähriges Mädchen, kann besser rückwärts einen Berg hochklettern, als du vorwärts. Lalalala, wo ist denn hier ein Gegner? Da hat's doch gerade geblitzt. Ein Balkon. Oder auch Terrasse genannt. Ist mir... scheißegal. Was auch noch super von diesem Shooter ist, man kann nicht durch die Fenster. Das ist total geil. Das irritiert mich immer, dass diese Geschütze hier stehen. Ist das eigentlich Freund oder Feind da drüben? Nein, nein, noch Mensch. MV Map? Ja, es kommt was völlig anderes dabei raus. Schon klar. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon hoch 2 und ich tat mir weh.
Aua. Ein Panzer. Hallo, Herr Panzer. Ja, tschüss, Herr Panzer. Mit dem langen Rohr. Mit dem langen Lauf. Ist schon eine geile Sache, mitten in der Nacht aufzunehmen und morgens früh um 4.30 Uhr aufstehen zu müssen. Weil in der Schule so ein beknackter Test ist. Und zudem fördere ich das auch nochmal zusätzlich, indem ich ein Schwarzbier dazu trinke. Obwohl, das geht bei mir runter wie Wasser. Aber es hat einfach einen geilen Geschmack. Ich mag dieses malzige. Oh, dieses. Oh, einfach. Geil. Wer kein Freund von Alkohol ist. Es gibt genügend Sorten von alkoholfreien. Wer kein Fan von Bier ist, trink halt was anderes. Und kauf dir Ohrenstöpsel. Dass du dich immer hören musst. So, ein Turm. Feindlich oder... Es sieht feindlich aus. La la la, da ist nämlich die Feindesflagge. Ba ba ba. Feindesflagge am Arsch. Da ist nämlich der Arsch und Tom. Ah! Bin böse! Ah! Ich hol mir garantiert den Tod, wenn ich da hochgehe, aber es ist mir scheißegal. Denn ich will Action! Und ihr wollt bestimmt auch Action! Und zwar dringend! Ich kann fliegen, la la la, und ich bin stolz drauf. Ich werde sterben, la la. Ich werde sterben, la la. Und ich marschiere einfach rein. Ich hab ein bisschen Schiss und geh außen herum, was ist... Ja, die Grafik ist auch so toll. Was ist... Das kann jetzt echt nicht sein, wahr sein, dass jetzt da auch niemand zu Hause ist. Also, es werden doch wohl ein paar genauso wie mich auch in die Nacht reinspielen. Im Unterschied, dass ich vor ein paar Minuten auch angefangen habe zu spielen. Bist du Feind oder Freund? Bist du Freund oder Feind? Ich habe einen Feind gehört, irgendwo. Er sagte, komm Serax, wir freunden uns an und dann jage ich dir eine Kugel in den Kopf. Okay. Jemand ist zu Hause. Zwar nicht viele, aber jemand. Bla 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 bla. La 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 la. Pilze. Geiler Scheiß. Jetzt müssen wir den Part beenden und ich weiß nicht, wo wir sicher sind. Ja, das war's dann mit dem zweiten Part. Voller Spannung. Besonders Spannung. Geht's weiter im dritten Part. Tja, ciao, ciao.